eine neue Runde Dota 2 auf GameTube. Ich spiele heute Enigma. Den habe ich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Folge schon mal gespielt. Aber es ist ein Held, den ich immer wieder gerne spiele. Und ich probiere heute mal zumindest am Anfang einen anderen Item-Build aus. Also ich nehme einen anderen Item-Build. Ich lerne auch immer noch eine Menge dazu. Und wenn ich eine Weile nicht gespielt habe oder bestimmte Helden eine Weile nicht gespielt habe, bin ich auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Habe es letztes Mal ohne den Soul Ring gespielt. Der aber, ja, perfekt ist für den Enigma. Ich werde gleich mal zeigen, warum. Und den werde ich in diesem Fall bauen und dann gucke ich mal, wie es dann weitergeht. Einer fehlt uns jetzt noch. Ich kaufe mal noch einen Kurier und mache ich mal auf dem Weg. Eigentlich ich noch gewarte, was der andere pickt. Komme ich hier noch rechtzeitig an, um was zu machen. Konflikt ist eternal. Nein. Was ich ganz gerne mache, was ich jetzt schon verpasst habe, weil ich eben ganz auf den gewartet habe, was der wohl pickt. Ah ja, das passt mal überhaupt nicht rein. Sehr schön. Ich deny ganz gern aus der Midlane einen der Creeps, indem ich den halt in die, also die Demonic Conversion anwende. Und gehe nochmal in Fountain Tank Mana und gehe dann hier hoch. Das klappt eigentlich zeitlich ganz gut. Hat jetzt nicht geklappt. Demonic Conversion, ich werde jetzt nicht mal alles genauso ausführlich erklären wie im ersten Let's Play. Damit kann ich aber eine neutrale Einheit oder auch freundlich und feindlich, eigentlich alle Einheiten, die keine Heldeneinheiten sind, kann ich halt verwandeln in diese Conversions, die dann zu mir gehören. Und das ist halt im Jungle am Anfang gut. Man wird einen sofort los und kann die dann zum Tanken und Farmen benutzen. Wie ich das jetzt hier machen werde. Als erstes werde ich, wie gesagt, den Soul Ring bauen, mit dem man Mana regenerieren kann. Zack. Ups, der lebt ja noch. Sauerei. So, dann sind die schon wieder gespawnt. Kann ich mal kaputt machen. Gleich auch die Potion nutzen. Ups, mal gucken, ob ich ihn noch retten kann. Dann kann er sich nicht nochmal vervielfältigen. So, den Ring kann ich mir schon leisten. So, ich schau mal, ob ich hier stacken kann. Den kleinen mache ich mal nicht weg, weil den kann ich nachher noch konvertieren, falls es sein muss. 48, 49. Ah, nicht geblockt, sehr schön. Das hilft ihm oben einfach mal ein bisschen. Man sieht, die Lane ist schon ein bisschen gepult. Ich werde jetzt hier stacken. Und dann in die Lane pullen, wie ich es sonst mit normalen Supporter auch mache. Es muss jetzt mit Enigma nicht unbedingt sein, aber der hier oben alleine ist. Und die Lane halt viel zu weit rausgepusht ist, was für ihn scheiße ist. Er pusht halt mit seinem Schlag immer stark, weil er AOE-Schaden macht. Jetzt habe ich hier mindestens auf Level 2. Auf Level 1 habe ich Malefies. Ups. Womit man halt stunnen kann. Oh, ist ja ganz nett, dass er gerade nicht mit angreift, dann geht die Wave nicht ganz so schnell down, weil die wird auf jeden Fall down gehen durch das Doppel-Creep Centaur Pack. Schon recht stark sind. Ich will auch mal gleich einen konvertieren hier. So, der hier noch dazu, okay. Ups, was macht der da? Ist der irre? Jetzt mal Malefies. Oh, das war knapp. Ja, den kriege ich jetzt leider nicht mehr. Aber immerhin hat der knapp überlebt. Ich weiß nicht genau, warum er versucht hat, die damit hinzulenken. So, machen wir mal die Wave jetzt hier noch weg. Bringen wir mal eben schnell die Sachen, damit ich meinen Soul Ring fertig bauen kann. Ja, die sind auch gleich hinüber schon. First Blood. Windrunner gets there first. Kein Mana jetzt, um eine Conversion zu machen. Das war ganz schön angekackt immer, wenn das so weit kommt. Ah, wie teuer ist das Leap nochmal? 40 Mana. Das kostet natürlich nichts. Muss ich mal hier auf meinen Soul Ring warten. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, dass ich eben da dem
Kunkka so ausgeholfen habe. So, da kommt der Soul Ring. Damit kann man temporär Lebenspunkte in Mana-Punkte umwandeln. Und hat außerdem auch noch von alleine ein bisschen eine Regeneration. Sehr gutes Item da. Und was passiert da unten schon? Da wird schon ein bisschen gepusht. Geht aber noch. So, ich werde einfach hier gleich von links die noch reinpullen. Um den gleichen Effekt ungefähr zu erzielen wie beim Stacken. Wenn die jetzt ungleichmäßig sterben, ist aber schwierig. So, jetzt pulle ich die schon mal rüber. Es müsste zeitlich klappen. Ja, kommt her. Genau. Sehr schön. Ich habe die noch seitlich reingestackt. Dann pusht die Lane nicht so gut und ich habe hier ein bisschen. Kann das noch ein bisschen nutzen. Jetzt ist die Mirana gerade geliebt. Das können wir eigentlich mal ausnutzen. Jetzt der liebt nämlich auf Cooldown. So, konnte sie nicht wegliepen. Verstehe nicht ganz, was der schreibt. Was für eine komische Sprache das ist. Vielleicht erkennt ihr das. Ich erkenne es nicht. So, nutzen wir gleich den Soul Ring. Da sieht man jetzt, ich brauche Lebenspunkte und kriege dafür Mana-Punkte temporär. Zieh die mal ganz gerne ein bisschen weg, damit die nicht mehr gleich so meinen. Jetzt dauert es aber zu lang. Das war nicht ganz ideal. Und dann gehe ich mal runter. So, was brauche ich denn? Ich brauche mal Boots einmal, damit ich irgendwie aushelfen kann. Und dann spare ich direkt auf den Dagger eigentlich, in dem Fall. Aber wenn noch ein bisschen Platz, holen wir mal noch drei Branches einfach und bringen mir das Zeug mal. Black Hole haben wir jetzt schon in Ulti. Gerade eine SMS gekriegt. Komisch, wer schreibt mir jetzt um die Zeit SMS? Keine Zeit dafür. So, jetzt hole ich mir mal hier die Sachen. 3-4 im Moment relativ ausgeglichen. Oben müsste die Lane eigentlich ganz gut aussehen. Level 7 gegen Level 5. Dadurch, dass ich halt gestackt habe. Vielleicht kann ich in der Mitte mal aushelfen. Wenn wir den Invoker da mal uns krallen. Ah. Sehr gefährlich jetzt gewesen. Deswegen habe ich lieber mal Black Hole gemacht. Eher ungewöhnlich an der Stelle, aber der Invoker kann doch da tatsächlich in kurzer Zeit sehr viel Schaden machen. Und da wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Und dass wir uns auf jeden Fall den Kill holen und ich auch noch sterbe. Ein bisschen auf den Tower pushen, ruhig mit dem Demonier-Conversion hilft das natürlich gerade ganz gut. Tanken ein bisschen den Tower. Wodurch das Katapult länger lebt und wir jetzt mal hier schön ordentlich Schaden am Tower machen. Ich muss mal gucken, dass der Invoker nicht gleich irgendwie auftaucht und mich weghaut. Wie gesagt, der kann viel Schaden machen und ich habe ja nur 400 HP knapp. Gerade. Sehr schön. Aber haben wir gekriegt. Mal hier schnell noch. Bisschen Geld machen, den Conversion, dann ziehe ich mich mal zurück. 4-7 läuft doch ganz gut. Können wir die aber noch ein bisschen nutzen, obwohl ich hier einfach in den Wald und farm hier mal kurz. Damit wir jetzt nicht so viel machen können. 5-7 haben sie ein bisschen eingeholt, aber wir haben den ersten Turm gekriegt. Das bringt immerhin schon ein bisschen Geld. Das ist nicht verkehrt. Unten geht es jetzt rund. Kann ich irgendwie helfen? Gegen drei schwierig, nur mit dem Patch. Da gehe ich lieber oben in den Wald und farm, weil ich kann da allein jetzt nicht helfen. Oh, das war natürlich nicht schlecht. Schöner Hook. Ups, gar nicht gesehen, nicht da. Mit dem will ich ja nämlich nicht ins Gehege kommen. Bevor der Tod geschlagen wird. Mal kurz abziehen. Und spare jetzt auf meinen Dagger. Immer ein sehr gutes Item.
Das bringt natürlich jetzt nicht so viel, der Spot. Ah, viel fehlt da zum Dagger nicht mehr. Hier die noch alleine machen. $2,150 kostet der. Können wir schon den Slot freimachen, den richtigen. Legt ihn immer auf den ersten Slot, weil ich das mit meiner Daumentaste auf der Maus verknüpft habe, was ich sehr angenehm finde für den Dagger. Die Skills habe ich, wie gesagt, nicht so erklärt, habe ich in der ersten Folge, wenn ihr halt wirklich mal detaillierte Hilfe zu Enigma braucht oder die Skills ein bisschen besser erklärt haben wollt, dann guckt mal in die Playlist, 5. Folge oder so, da habe ich ein bisschen die Enigma-Skills erklärt. Bin gerade auch ein bisschen faul. Bin ganz froh, dass ich das so wegschieben kann, dass ich sagen kann, hey, guckt an die Playlist, muss gar nichts machen. Na, das Malefar ist schon ganz praktisch gegen den. Dann habe ich auch meinen Dagger, ganz verpennt. So, was mache ich denn? Ich gehe mir hier kurz rein, ich bringe mir den... Oh, der Kurier ist schon unterwegs. Oh, vielleicht kann ich hier in der Mitte aushelfen. Na, 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 na. Ah, schade. Bisschen zu spät, aber immerhin noch erwischt. Oh, oh, da muss ich aufpassen, dass ich gleich einen Sunstrike fange oder so ein Scheiß. Ich gehe mal in die Base. Kein Bock, mit so wenig HP rumzurennen. Kann ich auch den ein Dings verkaufen, den Dagger einsammeln. Noch ein Tower und noch ein Town Portal. Keiner kauft hier auch Supported hier so richtig. Ich habe den Kurier gekauft, damit wurde er upgraded, das ist ganz nett. Aber dann nehme ich das mal ein bisschen mit auf mich, kaufe noch ein bisschen Observer Wards hier. Kann zwischendurch mal hier an die Runen und an die Eingänge ein paar Wards hinstellen. Town Portal ist leider auf Cooldown, das heißt, ich kann nicht nach oben so schnell. Kann mich mal auf den Weg machen, aber immerhin mein Ulti-Ready, aber es dauert natürlich ein bisschen. Aber so richtig zu pushen trauen sich auch gerade nicht. Dann halte ich mal hier in der Mitte die Wave auf. Oh doch, da kommen sie hoch. Okay, okay, oh, da gehen sie auch durch den Wald. Das war knapp. Dann stelle ich mal im Vorbeigehen noch schnell den Ward auf, damit wir die Vision haben. Oh fuck, fuck, fuck. Na, schade, der blöde. Der blöde Sunstrike. Hat mich der Ding so rausgehuckt, hätte fast klappen können. Ja, bin ich beim Warden unglücklich in die reingelaufen, das war natürlich nicht so schön. Schade, dass wir selber keine Wards haben hier irgendwie. Wenn man das hier mit aufstellt. Oh, das war natürlich, das war unglücklich. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Mein Ulti natürlich dafür gebraucht. Das hätte was werden können, wenn er schnell gekommen wären. Oder wenn ich tatsächlich... Wenn der Patch mich rausgeguckt hätte früher, das hat er schon ganz gut geschafft. Leider nicht schnell genug. So. Wenn man den Kill geschafft, okay. Ja, schön den Stun noch gelandet, das müsste eigentlich reichen. Noch einmal, zack. Sehr schön. Schöner Entangle. Ja, jetzt dann im zweiten Gang. Der Anfang lief nicht so gut, wo ich da reingelaufen bin, aber dann haben sie. Sind sie ein bisschen zu lange geblieben, haben sich da überschätzt und dann konnten wir immerhin noch da was rausholen. Malefar ist auf Level 4. Das ist schon die richtige Option. So, welche Boots hole ich mir denn gegen die? Es gibt zwei Optionen, die ich gern baue in Enigma. Wenn ich Boots baue, einmal die Power Treads. Sind sehr gut, weil er die Stats gut gebrauchen kann. Entweder HP oder Mana. Kann er halt beides, wie gesagt, gut gebrauchen. Die, aber die sind ein bisschen langsam, ne? 55 Bewegungstempo ist echt nicht viel. Das ist so ein bisschen ätzend. Die andere Alternative am Anfang gerade, das Mana brauche ich halt nicht so sehr, weil ich den Soul Ring habe. Face Boots auch eher nicht so, ist nicht so ein typisches Support-Item. Was geht denn hier oben? Ich wollte eigentlich gerade zurück. Ne, ne, ne. Ich baue mir, glaube ich, hier die
Tranquil Boots. Die sind halt schnell. Das ist halt, was vor allem Anfang attraktiv macht. Die haben ordentlich Movement Speed. Und das gefällt mir. So, ich stelle mir hier noch den einen Ward eben auf. Holen wir mal die Krone hier. Verteidigen wir mal in der Mitte und dann. Das kann ich mir jetzt einfach mal vorbeibringen. Ich überlege, was ich als nächstes brauche, ob ich mir eher ein BKB kaufe. Ist, glaube ich, gegen das Team nicht schlecht. Wird immer schon was haben, wenn man im Ulti nicht vielleicht unterbrochen wird. Manchmal ist es ein Dinkens. Hängt ein bisschen vom Team ab. Meistens aber ein BKB. Und ich denke mal, es wird auch in diesem Fall darauf hinauslaufen. Ja. Hole ich mir gleich noch das hier fürs BKB. Ups, was kommt da? Muss ein bisschen aufpassen hier. Bringe ich mir mal die Sachen. Oh, jetzt hat der. Ups. Die Sachen kann er wenigstens noch ganz kurz mitnehmen. Jetzt habe ich ihm das genommen. Sage ich ihm gleich mal, dass er wieder benutzen soll. Schicke ihm das mal noch rüber. Oh, was geht da unten? Gar nicht aufgepasst. Wir bräuchten mal nach unten. Ich habe zwar. Ups, falscher Knopf. Wir bräuchten mal Leute, die mit uns ein bisschen verteidigen. Zu zweit können wir da nicht so viel anrichten. Ich habe auch meinen Soul Ring zwischendurch wieder vergessen. So hilft es natürlich nichts. Warum muss jetzt auch komisch ein bisschen Mana regeneriere? Oh, was geht da? Was geht da? Hä? Was ist mit dem Mauszeiger los? Ging eben nicht. So muss man ein bisschen aufpassen hier im Wald. Es sah eben aus, als würden die irgendwie hier so abhängen. Ich nicht wieder blöd in die reinlaufe. Unten mein Ward haben sie. Ups! Gecountert. Muss aufpassen, hier hing der Axe eben rum. Oh, da muss er mal ein bisschen. Der lebt noch. Was ist denn da los? Warum ist mein Mana jetzt alle? Das läuft alles gerade nicht so gut. Was mache ich denn da? Und wir haben tatsächlich den Dings nicht gekriegt. Bist du irre? Na gut, das loszuwerden ist jetzt nicht so schwer. Da einfach die Dämonen Conversion anwenden. Sonst würde mich das jetzt wahrscheinlich sogar umbringen. Gar nicht mal so schön. Sehr unhöflich. Jetzt gucke ich nochmal. Not for you. 350, da fehlt nur noch ein bisschen Mana. Ja, komm, wir müssen es auch eigentlich kriegen da mal. Was ist denn da los, Kinders? Nicht genug Mana für den Ulti leider. Sehr schön, den haben wir gekriegt. Immerhin. Langsam, aber sicher haben wir sie eingesackt. So. Den Hawk erwischt. Ich traue mich jetzt natürlich mit meinen Lebensmitteln nicht so weit nach vorne. Wenn die mal jemanden kriegen, kann ich ihn schon stunnen. Ich brauche ein bisschen Vision. Nicht so ideal, weil ich so wenig Lebenspunkte habe. Noch kurz verteidigen hier, dann ziehe ich mich erstmal wieder zurück. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen Lebenspunkte generieren. Unten in den Ward haben sie alle gecountert. Habe ich genommen, weil ich nicht sicher war, ob da nicht einer von den anderen kommt. Oh,
Oh, was geht da oben? Ich gehe mal in die Base. Brauche eigentlich die Lebenspunkte hier. Damit ich da eventuell aushelfen kann. Die Mana-Punkte. Schnell Mana-Punkte generieren. So, auf dem Weg jetzt nach oben. Die haben sie leider gekriegt. Brauche mal Verstärkung. Enigma ist halt mit dem Ulti sehr stark, aber ich brauche, kann schlecht was alleine machen. Brauche ein bisschen... Was mit dem Mirana hier? Your top tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Ja gut, allein nach oben gehen bringt es leider nicht viel. Ich brauche wieder mein Team mit dem schwarzen Loch und dem Black Hole halt, dass die halt ordentlich Schaden anrichten. Allein ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie die sich zurückziehen. Wenn die jetzt hier zur Mitte kommen, könnten wir da möglicherweise anrichten, ja. Genau das, genau das. Genau da lang, Mädchens. Sehr schön. So, rauf jetzt, rauf jetzt, rauf. Perfektes schwarzes Loch, das hat schön geklappt. Oh nein, der hat es noch geschafft, oder wie? Nicht schlecht. Aber ansonsten gut geklappt. Ja, der ist irgendwo noch in der Nähe, der Invoker. Oh, da ist er. Ah, da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Nee. Da ist er schon weg. Ah, das hat gut geklappt. Da hat der Ward richtig gut funktioniert, haben wir gesehen, wo sie waren. Ich weiß gar nicht, was der Invoker da hat, der Counter Wards oder wie ist der unterwegs? Spielen schon sehr geschickt. Ich habe jetzt auch bald meinen BKB fertig, ist natürlich stark. Ich habe eben auch immer ein bisschen geguckt, ich muss das alle drei kriegen eigentlich. Weil wenn einer halt überlebt, außerhalb des Black Hole steht, kann er mich schnell unterbrechen. Das wäre dann sehr schlecht gewesen im Augenblick. Und deswegen habe ich dann tatsächlich auf die perfekte Situation gewartet. Mit BKB sieht es ein bisschen besser aus. Der Ulti vom Beastmaster unterbricht mich immer noch, aber ansonsten bin ich halt gegen den Stun vom Leshrac immun und die ganzen Geschichten vom Invoker und so. Das ist doch schon recht hilfreich. Deswegen hilft das schon ganz gut. Okay, kein Mana. Extra zu früh den Soul Ring. Eigentlich habe ich extra abgepasst. Naja, wurscht. Jetzt. So, mal gucken. Ich ziehe mich mal zurück in die Base. Krall mir meinen. Was macht der denn eigentlich hier? Krall mir mal meinen BKB. Leg das mal auf die zweite Taste, die ich dafür immer ganz gerne nutze. Ah, sehr schön. Da wollten die unbedingt einen Turm haben. Deny, 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 deny. Deny den Turm. Deny den Turm. Danke. So, was brauche ich als nächstes? Gegen die. Irgendwann ist Refresher immer eine schöne Geschichte an Enigma. Ja. Oh, hat anscheinend die Windrunner wardet jetzt irgendwie mit. Ich kaufe jetzt mal Sentry Wards dann, um entweder Counter warden oder wenn man halt den Invoker mal einsacken möchte. Oh, was geht da unten? Au. Aber das haben sie schon gemacht, sehr gut. Da kommt noch Gehasted Patch, das ist natürlich immer... Au, das tut immer weh. Oh, da... Oh, 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 oh. Immerhin mit Haste kommt ganz gut weg. Aber den kann man nicht mehr retten. Pushe ich mal hier bis in der Mitte, damit wir die nicht gleich vorm Turm stehen haben. Man sieht ja schon, wie sie jetzt hier kommen über die Minimaps, deswegen werde ich mich auch gleich hier zurückziehen. Oh, die könnten... Na, ich dachte, sie gehen zu Roshan vielleicht, deswegen habe ich da die Conversions zurückgezogen. Wie soll den Turm verteidigen? Ich habe auch ein Ulti. Das wäre ganz cool, wenn wir es jetzt schaffen würden. Mit den Minions kann man es auch wieder ein bisschen verteidigen, hier ist auch ganz praktisch.
Au. Das nervt natürlich jetzt schon. Ups, ups, ups. Nein, fuck it, fuck it. Das hat gesessen. Haben wir zwar den Dings ganz schön gekriegt. Den Axe vorneweg, aber danach den Voker nicht erwischt. Bevor ich. Ja, komm, ja, sehr schön, sehr schön. Schöner Hook. Schöne Hooks von dem Patch. Ja, das wird nicht viel bringen, wenn sie jetzt irgendwas machen, oder? Ah, gut, wenn sie natürlich dann entangeln. Schöne Geschichte. Wir sollten Roshan machen jetzt. Das ist perfekte Gelegenheit. Drei von den toten Invoker vor allem noch 50 Sekunden. Mit Sylla-Bär easy. Genau, wir sollten einfach schnell Roshan machen. Perfekte Gelegenheit. Ich will hier unten gleich mal die Wave aufhalten. Das geht relativ schnell. Und dann auch mit dahin kommen. Mein Ulti habe ich ja noch. Hätte einfach mit Roshan machen sollen. Das war ein bisschen einfach dumm, jetzt da irgendwie farmen zu gehen. Ja, keine Ahnung. Ja, der Krunker insgesamt so ein bisschen ist tatsächlich ja nicht so der Teamplayer, ist ein paar Mal aufgefallen. Nö, er will jetzt halt die Lane farmen, das ist gerade wichtig um die paar Creeps. Dann müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt hier mal ready sein. Au, oh, fuck, jetzt habe ich noch den scheiß Ulti kassiert. Ja, jetzt sterbe ich auch trotzdem schon. Das ist natürlich idiotisch. Ich wollte auch mal Dings hinstellen. Ach. Ja, da habe ich noch nicht gesehen, dass der Mirana Ulti so schnell durch war. Wollte noch den Dings hinstellen und war dann aber schon gestunt. Und man hat schon ein bisschen niedrig im Leben, jetzt versucht er alleine was machen. Ja, das war völlig unnötig. Also das ärgert mich gerade, dass wir jetzt da einfach so gestorben sind. So, und dann mal gucken, was wir verteidigen. Mein Dings natürlich noch auf Cooler und ist ein bisschen ärgerlich. Oben mal schnell verteidigen mit der Demonic Conversion. So, muss man ein bisschen schauen jetzt. Die haben ganz gut gewardet. Die Windrunner jetzt weiter. Au. Na komm, den kriegen sie auch dafür jetzt. Wo sind denn immer noch eigentlich gar nicht so weit weg? Ja, komm. Hm. Schade, dass die dann da nicht mal ein bisschen schneller sind. Aber man sieht, wenn ich natürlich dann überrascht werde. Wow. Die Eiswelle stand einer doch immer ziemlich lange. Warum bin ich so lange tot? Das ist schlecht.
hier schnell verteidigen. So schnell komme ich jetzt eh nicht mit dazu. Haben sie zum Glück auch noch ganz gut umgedreht. So, hier wollen wir mal kurz verteidigen. Nicht gleich die ganzen Creeps hier vor der Haustür stehen. Und das haben sie anscheinend ganz gut alleine gelöst. Schöne Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich als nächstes baue. Man sieht, ich sterbe relativ schnell. Noch irgendwas Defensives wäre schon ganz gut. Aber ich bin nicht ganz sicher, was. Lincolns hilft halt auch nicht im Moment so viel. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ein Shivas würde ein bisschen was helfen. Dafür habe ich zu wenig Lebenspunkte, um tatsächlich so groß zu profitieren jetzt von den. Von der Rüstung. Das würde mir jetzt nicht so viel helfen. Bin gerade bis unentschlossen, was ich mir. Oh, jetzt habe ich noch. Oh, ein bisschen. Warum kann man ja nicht das benutzen auf die? Was für eine Scheiße. Na, wo ist er hin? Sehen wir ihn doch mal irgendwo. Nicht genug Mana für Blink und. So, wenigstens das nochmal gestunt. Das wird nichts mehr. Da müssen wir uns mal zurückziehen. Kommt die Windrunner weg? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und ich weiß aber nicht, was ich bauen soll. Das ist ja dämlich. Irgendwie ist es. Ups, ups, ups. Was macht der Kunker da? So ein bisschen vorsichtig sein. Immerhin kann ich mich zurückkaufen, das ist ganz gut, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dass man das Geld behalte, falls es schief geht, die Verteidigung, dass ich mich zurückkaufen kann. Einer ist oben. Ups, in der Mitte probieren sie es jetzt. Your middle tower is under attack. Au, gleich über den. Ja, immerhin kriegen wir den jetzt. Schade, dass ich kein Ulti ready hat. Noch auf Cooldown. Alles fällt jetzt bis auf Cooldown gerade. Ja, wenn man geguckt, wenn einer möchte, anscheinend auch keiner warden. Ich will hier nochmal gleich einen Counter-Ward hinsetzen. Hier oben. Mal gucken, ob die uns da beobachten. Natürlich, wo der Turm da oben schon fehlt, kann das gut sein. Oh, schön. Nicht schlecht. Das hat mal gesessen. So, mal schauen, ob wir hier oben einen Ward stehen haben. Würde mich nicht überraschen. Aber nicht.
So, man sieht, ich werde immer recht leicht überrascht. Ich muss jetzt mal gucken, was ich, dass ich mal für mein Lean-Tool baue. Lincolns bringen wir jetzt nicht so viel. Ein Bloodstone könnte was bringen. Ich glaube, das Mana könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Aber ich sehe auch sonst nichts. Bloodstone oder Hard wäre es halt. Und dann tendiere ich doch eher zum Bloodstone. Wie teuer ist das zusammen? 1-1, 2-1, 3-3. Da fehlt mir noch ein ganz kleines bisschen. Dann kann ich irgendwie noch ein Camp eben wegmachen. Dann kann ich mir schon mal den Booster zusammen basteln. Mache ich das hier mal in der Mitte. Ich kann mal den Kurier gleich schon mal nutzen und den dahin fliegen. Irgendwie anders macht das eh schon. Mal kurz herbringen, ist näher. Der Kunker sollte mal mit hier helfen. Au. Au, 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 au. Kam ja auch alles schon wieder Invis an. Oder natürlich habe ich sie übersehen. Waren sie gesmoked oder kam einfach so schnell? Gucken, ob ich mit den Minis noch ein bisschen helfen kann. Ja, so wenig Schaden machen die schon. Nicht, also dann ist leider weg. Ah komm, ah komm. Da haben sie aber alle Spells auf mich verwendet, was immerhin dazu geführt hat, dass sie danach noch so viele Lebenspunkte hatten. So viele Spells verschwendet haben, dass er nicht mehr noch Lebenspunkte hatte, um den Kampf zu überstehen. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt, wann Roshan gestorben ist. Müsste uns auch gleich nochmal probieren können. Ja, jetzt ein paar Mal unglücklich hier gestorben. Muss man ein bisschen Acht geben. Wenn die halt auf mich anspringen, schaffe ich es auch nicht mehr rechtzeitig, irgendwie meinen BKB anzumachen und entweder ein Ulti zu starten oder noch was anderes anzumachen. Die Winter und Recht muss ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Im Midgame ja schon ein paar schöne Ultis gelandet. Muss jetzt einfach noch ein paar Mal klappen, aber ich denke mal auch, wenn ich jetzt ein bisschen vorsichtig spiele in den anderen. Unser Teamplay ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Die machen dann schon ganz gute Aktionen, auch gerade dann, wenn der Kampf schon läuft. Aber ich muss eigentlich ein bisschen hinter den Linien bleiben, dass die sich halt gut formieren, irgendwo zusammengehen und ich ein bisschen hinterbleibe und dann. Ein Ulti eventuell startet. Jetzt hat man eben gesehen, fliegt hier schon der Hawk rum. Mal ein bisschen geschaut, wo der sein könnte. Egal, wir machen einfach Roshan. Passt ja, was soll's. Das Blöde ist, ich habe jetzt natürlich keine. Ich warte mal hier. So, jetzt macht doch mal Action, Jungs. Aber es hat jetzt vielleicht einfach schon gereicht von der Zeit. Wir haben halt in der Zeit Roshan gekriegt. Sollte sie nochmal hier mit den Malefies beschäftigen vielleicht. Au, 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 das tut doch alles weh. Verdammte Axt. Sehr schön. Dieser Blöde, der Invoker spielt echt gut. Jetzt noch Invis geworden. Ich werde bescheuert. Oh! Da hat er sich dann unglücklicherweise dahingestellt. Und dann pushen wir mal die Mitte, wo so viele tot sind. Hat er sich ein bisschen unglücklich hingestellt und von Google den Schlag abbekommen. Obwohl, jetzt können wir eh nicht so schnell pushen mit der Backdoor Protection. Will ich mal oben mit aufhalten, das ist ein bisschen ein Problem.
mache ich mir auf den Weg in die Mitte. Bin ich ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Hier leben wir jetzt gleich wieder. Krunker ist auch nicht dabei. Das war schon ganz richtig, dass er da einmal gepusht hat. Ups. Aber er kommt jetzt auch nicht mehr zum Teamkampf dazu. Naja, dann halt nicht. Pushen wir jetzt unten. Auch nicht verkehrt. In 68 Sekunden ist auch wieder der Ulti ready. Bloodstone kostet tatsächlich gar nicht mehr viel, bis ich mir den leisten kann. Natürlich ganz schön, wenn ich ihn mal fertig kriege. Ich dachte, die Lebenspunkte kann ich gut gebrauchen. Baue ich eigentlich nicht so häufig an Enigma. Aber in diesem Fall sieht man ja, wie die teilweise mich überraschen und dann so schnell down haben. Das ist... Ups, da kommt der Pfeil geflogen. Aufpassen hier, mein Ulti noch 30 Sekunden down. So, und jetzt... Ups, ne, ich habe kein Ulti. Wartet mal, lieber Jungs. Acht Sekunden habe ich noch auf dem Ulti. Au! Ah, fuck, den Dings nicht mehr gekriegt. Den Bogen. Wie schnell ist denn der? Weil jetzt hier noch mit dem Stun. Sollte das eigentlich auch reichen. Puh, ja, schwierig. Der Ulti war am Anfang des Kampfes nicht ready und später gab es kaum Gelegenheit, mal mehrere zu erwischen. Da wollte ich einen Invoke auf jeden Fall mitkriegen, aber der war sauschnell unterwegs und dann sah fast aus, als hätte der Haste gehabt. Ups. So, machen wir hier auf den halt Conversions und pushen den Tower hier mal. So, Bloodstones. 8 Charges schon. Schöne Sache. Na, sehr schön. Oh, unglaublich. Egal, kriegen wir die Lane. Ups, was macht der Dings hier? Au. Dem müsste es jetzt reichen eigentlich. Ziehen wir uns hier mal zurück. Ups, nehmen wir aus dem Weg gehen, gerade so schnell ist. Na komm, du kommst doch jetzt mal weg. So, ihn mal angreifen, damit er nicht blinken kann. Nochmal. Und jetzt sollte es eigentlich reichen, für die Windrunner, um wegzukommen. Ich verziehe mich ja auch mal. 9 Charges, schöne Geschichte, das bringt mir einiges. Und jetzt können wir auch auf den Refresher gehen als nächstes, damit wir halt den Ulti zurücksetzen können, also den Cooldown zurücksetzen können, was natürlich extrem hilfreich ist. Perseverance, erstmal den Perseverance holen. Jetzt verkaufe ich jetzt den Soul Ring, hole mir Perseverance und dann ist es auch nicht mehr so weit. Und spätestens dann sehen die Teamkämpfe ziemlich gut aus. Wenn man da wirklich mal, entweder kann man halt ein bisschen offensiver sein mit dem Ulti oder einfach mal, wenn man richtig guten landet, einfach 2 Ultis ineinander channeln. Ja, der Krunker muss aufpassen, ganz ohne ist das nicht. Ja, jetzt hat er ihn schon ganz gut. Naja, bisschen zu spät gekommen. Ja, da sterbe ich natürlich schneller, als ich gucken kann. Ja, aber den kriege ich noch. Komm, wenigstens das.
immerhin den Axe noch gekriegt. Kann ich jetzt nicht zurückkaufen, brauchen wir im Moment auch nicht die Lanes ohne es gepusht. In der Mitte können sie jetzt probieren, natürlich. Drei von uns tot, oh mein Gott, zwei von uns nur noch um die 20 Sekunden. Das sollte eigentlich machbar sein. Das ist natürlich der Bloodstone, hilft mir jetzt, dass ich nicht so lange tot bin. Auch dafür ein schönes Item. Oh, der. Nein, komm, nicht sterben. Nein, komm. Nein, nein, nein. Fuck. Fuck. Super fuck. Das ist schlecht. Das sieht aus, als würden wir jetzt hier die Lane verlieren. Ich versuche ein bisschen zurückzuhalten. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu früh. So, den mal ein bisschen mit dem Stun. Ne, einfach. Ja, vielleicht schaffen wir es doch, die mal zurückzuhalten. Sieht ganz gut aus. Puh. Und jetzt ziehen sie sich da auch schon zurück, wie es aussieht. Bisschen vorsichtig sein, dass jetzt hier nicht direkt um die Ecke kommen gleich. Oh, scheint immer noch kaputt. Und ich habe immerhin meinen Refresher bald. Haben immer noch keine Wards, ja. Auch gar keinen Platz gerade dafür. Ich könnte die schon kaufen, aber ich kann die selber nicht hinstellen. Kein Inventarplatz gerade. Oh, was geht da, was geht da, was geht da? Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Die mal einfach hier kurz weghalten, dass er gar nicht erst hinterherkommt. Sehr schön. Jetzt einfach in die Mitte. Zwei tot. Beste Voraussetzung. Die Creeps hier mal mitbringen. Vielleicht kann es dann hinterher. Und das sollte es mit denen gewesen sein. Sehr schön. Ulti habe ich auch ready jetzt. Falls der Teamkampf kommt. Das geht alles ganz gut. Ah, schade, knapp vorbei. Oh, jetzt kriegen sie ihn aber, komm. Ach, so langsam durch diese blöde Eiswand, aber dann kriegen wir den Dashstrike jetzt drauf geschissen. Diese blöde Eiswand ist echt der Horror, wie lahmarschig man da ist. Jetzt kämpfen sie hier hinten. Der hat irgendwie den Invoke noch erwischt. Und dann sollen wir noch die obere Lane holen. Im Early- und Midgame eigentlich ein paar schöne Ultis gelandet. Später lief es nicht mehr ganz so rund. Aber sehr vorsichtig. So, jetzt hier noch der Stun. Ich bin schon ein bisschen unzufrieden mit Miran, ob das nicht so beobachtet, ob die wirklich viel Solo gespielt hat. Gut möglich. Nicht beobachtet. Und ich das Gefühl, dass der Kunker manchmal ein bisschen sehr eigensinnig war, nicht so teamgegangen, aber insgesamt hat es ja ganz gut funktioniert, will mich da nicht beschweren. Nein! Blödes BKB. Ja, also Enigma auf jeden Fall ein Held, den ich sehr gerne spiele. Lief ja auch gut. Man hat, glaube ich, ganz gut gesehen, warum der Soul Ring
eigentlich ein ganz cooles Ding ist. Gerade am Anfang im Jungle halt ordentlich Mana-Regeneration braucht, um die ganze Zeit die neuen Conversions zu machen. Der Patch hat sehr schön gespielt. Hat mir gut gefallen. Beim Warden waren wir beide ein bisschen faul. Ich habe am Anfang ja dann einmal den Kurier gekauft, mit Drimbis mitgewardet, ein bisschen Counter-Warding betrieben. Aber ich auch jetzt nicht so mit dem Enigma-Grad, ist das auch nicht so, finde ich, die Hauptaufgabe. Hätten wir ein bisschen besser aufteilen müssen, die Windrunner und ich. Vielleicht ein bisschen mehr sprechen, dass wir es häufiger abwechselnd machen. Die anderen haben tatsächlich ja öfter mal Counter-Warded und so. Das haben die anscheinend, fand ich, besser gemacht als wir. Gerade beim Thema Warding kann ich immer sicher noch eine Menge lernen, da bin ich immer so ein bisschen faul. Naja, insgesamt gut geklappt. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Enigma nochmal so ein bisschen eine andere Spielweise gesehen als beim ersten Mal. Im Prinzip spielt er sich schon mal ähnlich, da gibt es jetzt nicht viele Variationen. Trotzdem, wie gesagt, einer meiner Lieblingshelden. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und beim nächsten Mal probieren wir wieder was Neues aus. Bis dann, ciao.